Moin Kinners und herzlich willkommen zu einem Let's Play Together, bei dem der andere leider irgendwie Probleme mit TeamSpeak hat und deswegen nicht anwesend ist. Yay! Na gut, irgendwo hier müsste Carol Gunner Iron ebenfalls im T18 rumhängen. Und ich beginne mal wieder das Gefecht mit dem wunderschönen Satz: Lautstärke ist bei mir spieltechnisch zu hoch. Ja, das passt besser. Ja. Ach so. Gezieltes Schießen ist besser als unkontrolliertes Feuern. Irgendwer bei Wargaming hat die Intelligenz mit Löffeln gefressen. Auf diese weise Aussage wäre ich selber höchstwahrscheinlich nie gekommen. Because it's obviously, also offensichtlich, für alle, die genauso schlecht Englisch können wie ich. Panzer 2D. Wir könnten warten, bis die da links und Seitendeckung geben. Das wäre intelligent. Wir können es aber auch lassen und ich fahre da jetzt mit vor. Irgendwie gefällt mir das mit emotional und unintelligent handeln besser. Vielleicht kann ich da oben Wind weghauen. Muss leider erstmal hier außen rumfahren, damit ich auf ihn schießen kann. Ich fahr nochmal. Oh. Scheiße. Ein Light, der bei mir durchkommt. Mit normaler Munition. Also Hardkern. Also, nein. Panzerbrechende. So, mit X blockieren wir unser Fahrgestell. Weil die das noch nicht wussten. So, hier, kleine Info. Der Panzer 2 macht da drüben dicht. Okay, bleiben wir einfach hier hinterm Stein, da wird uns nichts passieren. Hoffentlich. Panzer 2D, immer schön in Deckung bleiben. Ey, nächstes Gefecht ist die Aussage: In Deckung bleiben und nicht abgeschossen werden ist besser als sich offen zu platzieren und abgeschossen zu werden. Ja, hat wahrscheinlich der Tetrarch auch gerade gesagt. Oh, shit. Oh, shit, oh, shit. Hallo? Das hat gerade gespackt. Mein Panzer hat sich nicht gedreht. Naja. Wäre auch zu schön gewesen, wenn die emotionale Taktik mit hier vorfahren und stehen bleiben aufgegangen wäre. Die haben alle eine Tarnfarbe drauf, oder? Ja. Also, User joined your channel. das war's und es sieht auch danach aus, als würden wir verlieren. Es steht 11 zu 7. Und die Gegner erobern gerade die Basis. Yay! Also, einen schönen Tag noch und ciao.